Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, und wir starten Fellner Live an diesem Mittwoch mit dem Mann des Tages, könnte man sagen, mit unserem Bundeskanzler. Grüß Gott, Bundeskanzler Kurz ins Kanzleramt. Heute ein Tag, da muss man eigentlich Ihnen, aber vielmehr allen Österreichern gratulieren. Es ist fast ein kleiner Jubeltag, denn wir sind bei nur noch 3000 aktiv Erkrankten angelangt an diesem Abend. Das ist ja eine fast sensationelle Zahl. Es sind nur noch 0,03% der Österreicher aktiv erkrankt. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist wunderschön. Was mindestens genauso schön ist, ist, wenn man sich die Zahl der Neuinfizierten anschaut. Wir sind seit einigen Tagen bei weniger als 100 Neuinfizierten pro Tag. Das sind sensationell gute Werte. Und das ist der Grund, dass wir jetzt auch wieder hochfahren können, dass wir das Land und die Wirtschaft und die Gesellschaft schrittweise wieder hochfahren können. Behutsam, nicht übermütig werden, aber wir haben bisher alles richtig gemacht. Wir haben die Ausbreitung der Krankheit massiv eindämmen können, alle Österreicherinnen und Österreicher gemeinsam. Ein großes Danke da wirklich an die Disziplin, ans Durchhaltevermögen, und jetzt kann es nur noch besser werden. Die Frage, Herr Bundeskanzler, die jetzt alle an Sie haben, ist: Sind wir über dem Berg? Es wird sehr stark an uns liegen. Die Krankheit ist nicht von heute auf morgen weg. Die ist weiterhin da. Aber ich würde sagen, wir sind in Phase 2 angelangt. Phase 1 war, das Schlimmste zu verhindern. Zu verhindern, dass es bei uns Todeszahlen gibt wie in Italien, in Spanien, in Frankreich und anderen Ländern. Phase 2 ist jetzt, unsere Wirtschaft wieder hochzufahren, das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren, wieder so etwas wie Normalität zu haben, auch wenn es mit Maske, mit Abstand halten ist. Und da sind wir mittendrin. Alles wie früher wird erst sein, wenn es einen Impfstoff oder ein Medikament gibt. Und diese Phase jetzt, diese Phase 2, die ist sicher auch schwierig. Die wird uns auch noch lange beschäftigen. Die wird nicht einfach sein. Aber sie ist besser als die Phase 1 des totalen Lockdowns. Herr Bundeskanzler, die Frage aller Fragen ist ja, flacht das jetzt, wie viele Experten sagen, in ganz Europa ab? Oder sind wir einfach, wie CNN am Sonntag gemeint hat, die Besten oder so gut als Österreicher? Naja, wir sind natürlich deutlich besser als die meisten anderen Länder. Und es flacht auch in anderen Ländern ab, allerdings bei weitem nicht so schnell wie bei uns. Also wir können schon sehr dankbar sein, wie sich es in Österreich entwickelt. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, das ist alles sehr volatil, sehr sensitiv und es kann auch sehr schnell wieder nach oben gehen. Daher, ja, wir fahren das Land wieder hoch, aber die Bitte an alle Menschen ist, nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen, das Virus ist nicht weg, weiter Abstand halten, weiter Masken tragen, weiter auf die Hygiene achten, alles tun, dass wir trotz des Wiederhochfahrens die Zahlen niedrig halten können, weil das muss ja unser Ziel sein. Wenn die Zahlen blitzartig wieder hinaufschnellen, so wie das in Singapur war, wenn die zweite Welle kommt, naja, dann wird es nicht einfacher. Herr Bundeskanzler, Sie bekommen jetzt natürlich die Frage gestellt, die Sie heute auch schon im Parlament gestellt bekommen, die Sie sicher nicht gerne hören. Die Frage ist, waren die Maßnahmen, die Sie oder die Regierung in Österreich getroffen hat, überschießend? Waren die notwendig? Na, ich höre die Frage sehr gern, weil diese Frage kann man ja nur stellen, wenn es anders abläuft als in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA und vielen anderen Ländern dieser Welt. Und insofern kann ich die Frage mit absoluter Zufriedenheit beantworten. Ich bin froh, dass wir so schnell reagiert haben. Ich bin froh, dass wir so konsequent reagiert haben. Das hat uns nicht nur viele Tote erspart und hat viele Leben gerettet, sondern es führt auch dazu, dass wir jetzt als eins der ersten Länder in Europa unseren Betrieb wieder hochfahren können. Wir werden auch wirtschaftlich besser durch diese Krise kommen als Italien, Frankreich oder Spanien. Und insofern war das frühe, harte Reagieren nicht nur gesundheitspolitisch das Beste, sondern es wird auch wirtschaftlich am nachhaltigsten gewesen sein.
Sie haben schon gesagt, Herr Bundeskanzler, ganz kurz nur die drei großen Bereiche, die wir wieder hochfahren. Da ist einmal die Gastronomie. Da haben Sie am Sonntag ja schon vielen, vielen Gastronomen aus dem Herzen gesprochen, indem Sie gesagt haben, die Gastwirte dürfen alle wieder aufsperren, alle wieder bis 23 Uhr, aber erst, und das stört sehr viele, erst ab Mitte Mai. Natürlich, mir wäre es auch lieber, wenn das früher wäre. Ich verstehe jeden Unternehmer, der es gar nicht mehr erwarten kann, loszulegen. Ich verstehe die Menschen, die endlich einmal gern wieder ihre Freunde treffen wollen, in ein Lokal gehen wollen. Mir geht es ja nicht anders. Bin ja in keiner anderen Situation als alle anderen Österreicher auch. Was ich aber sagen muss, ist, dass wir natürlich beim Wiederhochfahren, bei aller Euphorie jetzt aufgrund der Zahlen, behutsam vorgehen müssen. Wir müssen schrittweise vorgehen. Wenn wir das nicht machen, dann machen wir alles kaputt, was wir die letzten Wochen geschafft haben, müssen die Notbremse ziehen, und das ist das Schlechteste für alle Beteiligte. Und daher bitte, auch wenn es schwerfällt, weiter geduldig sein und einfach nicht vergessen, das Virus ist nicht ausgelöscht. Es ist nach wie vor da. Es existiert. Es gibt noch immer keine Impfung. Es gibt noch immer kein Medikament. Die Situation hat sich nicht verändert. Wir sind besser geworden im Umgang damit. Wir sind disziplinierter. Wir haben mehr Erfahrung. Und wir haben es auf eine so geringe Zahl hinuntergedrückt, dass ein Wiederhochfahren möglich sein kann und es hoffentlich trotzdem auf einem niedrigen Level bleibt. Wenn Sie uns noch mal ganz kurz sagen können, was müssen denn die Gastwirte jetzt ab Mitte Mai tun, damit sie wieder Betrieb haben dürfen? Was müssen die jetzt wirklich tun, weil es da so viele Fake News gibt? Ja, also der Betrieb kann genauso am Abend stattfinden wie mittags. Da sind viele falsche Informationen, ich weiß nicht, von wem in die Welt gesetzt worden. Es ist selbstverständlich für die Gastwirte möglich, da wieder ihren normalen Betrieb aufzunehmen, drinnen genauso wie im Schanigarten, draußen sogar sehr gerne, weil das, was die Virusverbreitung, die Ansteckung betrifft, ein bisschen leichter dort noch ist als indoor. Und natürlich wird es Abstandsregeln geben müssen. Natürlich wird sehr stark auf die Hygiene geachtet werden müssen. Natürlich werden die Kellner alle Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Aber das ist ja im Interesse aller, insbesondere auch der Gäste. Also Masken für die Kellner, 5 Meter Abstand heißt es zwischen den Tischen und nicht mehr als 4 Personen an einem Tisch. Stimmt das oder sind das Fake News? Das sind alles irgendwelche Spekulationen, ich weiß nicht, von wem die ausgehen. Es gibt gerade die Wirtschaftskammer, die sehr intensiv auch mit der zuständigen Ministerin und dem Gesundheitsminister an einem Konzept arbeitet. Und grundsätzlich ist ja überall die Regel die gleiche. 1 Meter Abstand muss mindestens eingehalten werden. Und das muss man halt auch für die Gastronomie dementsprechend umlegen. Die Frage, die Sie jetzt, glaube ich, minütlich hören, die Ihnen wahrscheinlich schon ein bisschen auf die Nerven geht, die Sie aber trotzdem wahrscheinlich gerne aufklären wollen: Wie ist das jetzt mit den Schulen? Wann werden die Schulen aufsperren? Der Minister Fassmann wird es am Freitag bekannt geben. Werden alle Schulen aufsperren dürfen oder nur die Oberstufe? Also zunächst einmal, jeder, der Betreuungsangebot braucht, hat die Möglichkeit, sowohl im Kindergarten als auch in den Schulen. Die Kindergärten und Schulen sind offen. Es findet dort zwar kein Unterricht, aber Betreuung statt. Das heißt, wer arbeiten geht, wer es zu Hause nicht mehr aushält mit den Kindern, der hat die Möglichkeit, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Und zum Zweiten, ab 15. Mai werden die Schulen stufenweise hinaufgefahren. Das wird der Minister Fassmann im Detail am Freitag präsentieren. Und auch da gilt es, behutsam vorzugehen, Abstandsregeln einzuhalten. Das ist in der Schule alles nicht einfach. Über 1 Million Schülerinnen und Schüler auf teilweise engstem Raum, Kinder, die sich nicht genau an Vorschriften halten, wo es einfach wurdelt, wo Mund-Nasen-Schutz nicht verwendet werden kann. Also das ist ein sehr sensibler, heikler Bereich. Auch da muss behutsam vorgegangen werden. Das Teilkonzept gibt es am Freitag. Zum Schluss noch die Frage zum Tourismus. Ist es richtig, dass das, was die Frau Minister Köstinger da am Wochenende einmal angedacht hat, dass man, wenn die Infektionsrate so gut weitergeht, die Grenze zu Deutschland im Sommer öffnen kann, dass das Ihre Zustimmung hat? Na, ich bin in Kontakt mit den Nachbarländern und auch mit der europäischen Ebene natürlich zur Frage
des Umgangs mit den Grenzen. Das ist ja nicht nur ein Thema für den Tourismus, sondern auch grundsätzlich für die Wirtschaft und für viele Menschen, die in der Grenzregion leben. Wir in Wien haben das Thema nicht so, aber wenn man in Oberösterreich oder in den westlichen Bundesländern lebt und direkt an der Grenze wohnt, dann kann das extrem beengend sein, dass da kein Grenzverkehr wie früher möglich ist. Wir haben das Kleinwalsertal zum Beispiel, das durch die Grenzschließung fast von der Außenwelt eigentlich abgeschnitten ist, wo es gar keinen wirklichen Zugang mehr gibt. Also das belastet viele Menschen und darum arbeiten wir natürlich auch an der Frage, wie können wir diese Grenzen wieder herunterfahren und da schrittweise zur Normalität zurückkehren. Wird nicht von heute auf morgen gehen und, das ist die wichtige Nachricht, es wird immer nur zu Ländern möglich sein, wo selbst auch niedrige Infektionszahlen sind. Und wenn ich mir unser Umfeld so anschaue, dann kann man sagen, in Tschechien hat man sehr früh reagiert, in Deutschland ist man auf einem guten Weg. Wir haben jetzt genau beobachten müssen, wie wir das sehen, wie das auf der anderen Seite der Grenze gesehen wird. Und so wird dann versucht werden, schrittweise innerhalb der Europäischen Union Grenzen wieder abzubauen. Die Frage aller Fragen ist ja, lassen wir die deutschen Touristen herein? Lassen Sie sozusagen die Tourismusherzen jubeln und sind Sie auf der Seite der Tourismusbranche in diesem Punkt? Naja, wir haben 15% ungefähr unseres BIPs in Österreich im Tourismus. Und insofern ist der Tourismus eine ganz wesentliche Wirtschaftssparte für uns in Österreich, für alle Menschen, die dort arbeiten, für viele Mitarbeiter in Betrieben, die nahe am Tourismus arbeiten. Und das ist auch eine ganz wesentliche Steuereinnahmequelle für uns, um das Gesundheitssystem, die Pensionen und alles andere zu finanzieren. Und darum haben wir natürlich ein klares Interesse, dass der Tourismus in Österreich funktioniert. Aber wir müssen auch auf die Gesundheit schauen und auf die Ausbreitung des Virus schauen und so vorgehen, dass eben es nicht zu einer schwierigen Situation kommt. Daran wird gerade gearbeitet. Ganz zum Schluss noch die persönliche Frage, Herr Bundeskanzler. Sie spenden ein Monatsgehalt. An wen genau? Warum? Und was sagen Sie zu Vorwürfen, die jetzt plötzlich zum Beispiel von der SPÖ kommen, das sei nur ein Placebo? Es ist ja vollkommen klar, dass eine Spende alleine nicht die Welt retten kann. Aber jeder, der einen Beitrag leisten kann, der sollte das auch tun. Wir leben in einer Zeit, in der über 1 Million Menschen arbeitslos sind, in Kurzarbeit sind. Wir leben in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Menschen auch in finanziell schwierigen Situationen sind. Und da leiste ich gerne einen Beitrag und freue mich über jeden, der das tut. Und ich habe mich entschieden, für die Lebenshilfe in Niederösterreich zu spenden, wo in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet wird und wo jetzt sogar Masken produziert werden. Also ein Projekt, das immer schon ein gutes war, aber gerade in dieser Corona-Krise doppelt, finde ich, Unterstützung verdient. Gut, danke, Herr Bundeskanzler, dass Sie an diesem extrem hektischen Tag heute Abend noch für mich Zeit gehabt haben. Danke ins Bundeskanzleramt und schönen späten Abend an Sie. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Herr Fellner. So, und wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt die rechte Hand des Kanzlers zu uns ins Studio. Der Sheriff zieht blank, könnte man sagen. Unser Innenminister Karl Nehammer ist gleich zu Gast und wird Ihnen sagen, wie er diese guten neuen Zahlen sieht, wie er in Zukunft auf diesen Rückgang der Neuinfektionen reagieren wird, ob die Polizei jetzt weniger hart agieren wird, wie viele Anzeigen es schon gibt, wie teuer die Organstrafmandate sind und wofür sie wirklich ein Organstrafmandat in Zukunft beginnen. Also der Corona-Sheriff gleich bei uns, Karl Nehammer, reitet ein im Fellner Live-Studio.